gerade waren noch 55. Wie geht das? Verstehe ich nicht. Keine Ahnung. Was haben die denn hier gemacht? Hier waren wir schon mal. Wir waren hier schon mal. Ohne Witz. Ich fahr doch nicht im Kreis hier rum. Doch. Ey, Alter, das kann ja nicht sein hier, ey. Warte mal, ich... fahr mal so ein bisschen Tankstelle. Ja. Ich guck jetzt mal auf den Grat hier. Ich fahr jetzt erstmal durch die Brücke durch. Da sind wir nicht unter der Brücke, sind wir nicht lang gefahren hier. Doch. Hier? Ja. Hier ist sich raus. Oslo. Sind die durchgefahren? Da vorne gleich rechts halten. Hatten wir auch. Ja. Ah, kommt mir bekannt vor. Ja, genau hier fahren wir schon. Ey, was zeigt das Navi denn an hier, ey? Ist das denn für eine böse Falle? Ja, liebe Zuschauer, wir fahren im Kreis. Ich hau mich ja weg hier. Okay, pass auf. Wir brauchen denn erstmal eine Tankstelle. Ich muss erstmal hier rausfahren. Ey, alter Schwede, ich hatte nur ein paar Kilometer vor der Brust, ey. So. Also hier sind wir auch schon rausgefahren. So, jetzt links. Fängt das an zu pissen hier? Nee. Na, bei mir hat's aufgehört. Bei mir fängt's an, ey. Ja, toll, fahr ich meine Fahrt spazieren hier, ey. ja, du willst das Röhrchen nicht loswerden. Das kann es nicht wahr sein. Tatsächlich, hier waren wir schon. Naja. Nur ein paar Kilometer. Ja, ich krieg aber EP-Punkte dafür. Für freie Fahrt. Das ist aber eine böse Falle hier. Ja, ich weiß nicht, ich kann doch ganz schön vertan. So, links halten. Ja, das kommt mir jetzt auch bekannt vor. Oder man sollte während der Fahrt nicht so viel quatschen, ey. Auf einmal alles grün. Alles im grünen Bereich immer drin. Verstehe ich ja nicht. Ah, ich komme schon so verspätet an. Mit Sicherheit. Ja klar. Haben wir was fällig? Ach, weiß ich doch nicht. Interessiert mich jetzt auch nicht. Bisschen Ampel warten. Ampel ist auf Rot. Ja. Mann, ey, wie kann das denn, ey? Also die Baustelle kenne ich auch noch. Ja, ja. Die kommt mir auch so bekannt vor. Ey, da gucke ich mir mal auf dem Video an, ey. Ja, Jesus Maria. Jetzt gucke ich aber genau auf den Navi, ey. Das war alles grün. Alles im grünen Bereich. Fahr mal kurz rechts ran. Nach der Ampel. Habe ich hier. Warte. Ich guck mal kurz auf die Feldkarte. Feldkarte, so. Jetzt gucke ich mal einmal nach hier. So. Du fährst jetzt dessen Hafen in Göteborg, war es, oder? Mhm. Wie heißt die Firma? Mache ich jetzt den richtigen Knopf hier? Warte mal. Ne, Spiegel wollte ich nicht verändern. Das muss ich morgen mal verändern hier. Müssen wir mal gucken.
Ich jetzt da dran. Firma. Teufel. Norsken. Firma, Bestimmungsort Göteborg, Norsken. Verbleibende Zeit 15 Stunden, habe ich noch Zeit. So, da gibt es eine Firma. Also ich habe hier eine Firma mit einem Namen Nordskin. Okay, hier ist eine Firma Nordskin. Göteborg. Ist das mit dieser ganz komischen Autobahnaufteilung? So. Denn das ist alles Göteborg hier. Guck mal auf die Feldkarte. Warte mal. Guck mal auf die Feldkarte. Göteborg, da sind wir ja. Wir sind in der Nähe von Göteborg. Dann müsste ich jetzt hier gerade ausfahren und dann macht das eine Schleife. Ja klar, jetzt weiß ich. Wir müssen erstmal geradeaus weiterfahren und dann. Ja, sehe ich schon. Dann macht er oben eine ganz kleine Schleife. Einen Knick macht er dann. Ja. Und dann da ran, eine Tankstelle, links rein und dann sind wir da. Ja, müssen wir versuchen. Ich fahre mal ein Stück weiter. Und dann werden wir mal sehen, was passiert. Warte, muss nur umstellen. Oh nein! Eine Panik. Auf der Titanic. Ach, die Handbremse. Ja, die sollte man ausmachen. Ausmachen. Ich darf das nicht verpassen hier, du. So, hier ist einmal Göteborg, hier ist der Hafen. Nee, hier ist eine andere Firma von Göteborg. Siehst du? Ja, dann müssen wir geradeaus erstmal. Ich habe doch schon vorhin mal links gesehen, mein Ziel gesehen, so, weißt du? Göteborg ist jetzt im Navi zu sehen. Jetzt fahren wir wieder über die schöne Brücke rüber. Ja, diesmal habe ich schon das Wetter. Fahre ich erstmal über die verschissene Brücke. Schöne Gegend hier oben. Wenn die Sonne scheint. Ja. So, ich glaube, hier geht's jetzt zum Hafen. Nein, ich fahre mal geradeaus weiter. Ich geh zum Hafen von Göteborg. Da wollen wir ja nicht hin. Nein. Naja, wir sind gleich da. Jetzt habe ich noch 89 Kilometer. Da kommt gleich der Punkt, wo der Fehler liegt. Jetzt machen wir einen großen Bogen. Einmal Tunnel. Boah, gestern war es so schwül, wollte ich richtig gut, ey. Warm gestern gewesen. Ah, fährt dann auf der Nacht vom Freitag auf Samstag Gewitter. Ach so? Und dann war es so richtig schwül. Ja. So, werden wir ein bisschen langsamer fahren hier. Jetzt habe ich gleich wieder das Problem. Jetzt fahre ich mal hier rüber. Da unten auf der linken Seite sehe ich mein Ziel. So, jetzt muss doch hier der Punkt kommen, wo ich hier raus muss, ey. Du musst ja, in diese Richtung fahren. Ah, jetzt sehe ich den Punkt, wohin ich muss. Ich ordne mich schon mal links rüber ein. Ich bin bestimmt gerade ausgefahren, ey. Vorhin. So, jetzt fahre ich jetzt den kleinen Knick hier rein.
links rein. Sind wir gerade auch schon links reingefahren? Ja. Ja. Schweden ist nichts für dich. verstehe ich nicht, du. So, jetzt pass auf. Jetzt hältst du dich rechts. Ja, ich sehe mein Ziel schon. Hier kommt das Problem jetzt. Soll ich vorfahren? Ja, fahr mal vor. Fährst jetzt hier raus, ne? Ja. Ja, und ich bin vorhin gerade ausgefahren. Genau. Ja, vorhin bin ich gerade ausgefahren. Obwohl er gerade auszeigt, ne? Ah, ist komisch manchmal. Könnte ich fahren. Das haben sie ein bisschen blöd gemacht hier. So. Es ist richtig. Wow, auch schon eine Brücke hier. Göteborg. Hier links rein, genau. Und ich fahre nur auf den grauen Navi. Mhm. Geradeaus. Oder ganz oben rechts. Und deine Firma ist? Oben rechts. Ganz oben. Ich glaube, über die Ampel rüber. Hier. Dann musst du hier fahren? Ja. Sie war rot bei dir, oder? Ja, ja. So. Ah ja, ab das Röhrchen abladen. Ja, mach mal doch. Gehst du von meinem Platz runter? Wie musst du hier hin? Ja klar, abladen. Röhrchen braucht viel Platz.
Endlich meine Röhrchen abgeladen. Boah. Aber ich habe jetzt 19.000 gekriegt. Und war zu spät? Nö. Aber auch für mich. Ging so. Mal hier hinstellen. So, bis der Röhrchen hat seine Röhrchen abgeladen. Ja, Freunde, das war's mal wieder. Mit mir und mit dem grauen Wolf. Wir sagen mal wieder bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe, es hat euch so viel Spaß gemacht wie uns beiden. Ja, wie immer, ne? Bis dahin.